Hallo? Ich bin's? Ah! Warum schon wieder? Ich sehe meine Laserziel-Dinger immer so schlecht, weil das Licht so hell ist. Apropos. Ich könnte es mal ausmachen, mein Licht. So. Jetzt sehe ich es wieder besser. Ja, der sinnlose Loot. Man hat die wieder gefunden. Sehr schön. Komme ich da rein ohne weiteres? Natürlich nicht. Aber ich habe so eine Idee, wie ich es tun könnte. Hui. Von Robotern ab zu Viechern. Oder auch nicht. Erstaunlicherweise gerade sehr ruhig hier. In dieser Welt. Ach, ich muss wohl vorher shiften, wa? Aber die Dietrich meine Runde. Weil einzige Chance. Toll. Einzige Chance, das hier mal zu tun, immer noch. Ich doof. Was? Ich passt da gar nichts. Das aber. Jetzt bräuchte ich einen, der so wie der hier aussieht. Passt. Cool. Plopp. Und diesen hier. Zack. Ja. 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 Endlich mal ein Loot, wo ich bedenke, da hat sich der Dietrich gelohnt. Da hat er sich mal gelohnt. Aber ich muss trotzdem shapeshiften. Oh, ich sag mal shapeshiften, das ist völlig falsch. Um das Terminal zu aktivieren. Ah, Schadgas. Wieso habe ich noch gleich einen Schutzanzug an, wenn das sowieso nichts bringt? Liebes Spiel. Verrat es mir doch nochmal. Ah. Wäre voll Knorke von dir. Stirb. 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 Oh. Nimm das. Jedi Macht. Stirb. Ja, ja, das kommt vor. Jetzt weiß ich aber, ob ich mich hier einstellen muss. Das ist alles super, super, super easy. Hä? War nicht drei oben gewesen? Ah, da. Positronen. Was? Oh! Hui. Ganz viele schöne Sachen. Keksi! Jedi Macht. Ja, was war denn die Jedi Macht? Wo ist das Problem? Das mag das falsche Universum sein, aber letztendlich. So, reicht aber. Jetzt kann ich das Ding aktivieren oder was? Ja! Wie geht's dir, Keksi? Schön, dass du da bist. So mitten am Tag. Wo sonst so die Corona-Kranken unterwegs sind, so wie ich. Abriegelung überbrücken, finde ich gut. Klick. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Geschützsteuerung. Ach, die können gerne anbleiben. Bisschen mehr Spaß. Ach, kein Signal. Nee, lass mal alles an, sonst gibt es nicht so viel XP, glaube ich. Das will ja keiner. Ich will ja XP haben. Das ist doch mein Brot und alles und so. Also mein Lebenselixier quasi. Warten, Stück. Kam ich nicht von da oben? Ich habe erst die Tür aufgemacht, die vorher zu war. Ich kam bestimmt von da oben. Sicherheitsabriegelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Muss ich jetzt da drüben wieder rein? Ach, sag mal. Ernsthaft? Wie kam ich da jetzt? Ich komme doch gerade. Hä? Moment. Hier lang. Genau. Ich bin doch gerade hier gewesen. Nee, da war ich offenbar doch nicht. Was? Wie komme ich da jetzt hin? Ich verstehe so langsam, was der Fun-Pirat meint, ja. Ja, du spielst ja aber was Richtiges, da kann man mal ruhig reinschauen. Was soll das denn heißen, Keksi? Was Richtiges? Von allen Spielen, die ich gerade spiele, ist Starfield definitiv das am wenigsten richtige Spiel. Und das meine ich mit allem Respekt vor dem Spiel, weil ich es trotzdem gut finde. Aber, mir geht's nicht gut. Tag 6 mit Kopfdruck und Kopfschmerz. Pfui. Hatte jetzt auch ganz doll die Tage gehabt. Also vor allem in der ersten Corona-Nacht hatte ich ganz, ganz viele Kopfschmerzen. Aber sind seitdem eigentlich weitestgehend weggeblieben. Ich hoffe, dass du dich dann bald davon erholen kannst. Kopfschmerzen sind nämlich nicht schön.
Nee, nee. Vor allem, wenn sie richtig fies sein sollten. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der... Ja, bitte? Der regelmäßig Kopfschmerzen... Hallo? Hat. Los. Um sagen zu können, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Aber man sieht, das ist halt nicht nett, ne? Hey. Hier die Power. Alle Systeme. Ah. Katastrophale Schäden. Das habe ich gesehen. Boah, da hängt ab die Spitzkatze hier. Meine Fresse. Autsch. Was zum Wer? Wo? Wieso? Aha. Eure Laserprojektile verraten euch. Hallo? Ich sehe meine... Echt bescheuert, diese Laservisier ist super kacke. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinziele, weil das Fadenkreuz wäre sichtbar, aber auf dieser hellen Oberfläche sieht eh was. Warte kurz. Ah! Weil ich noch an war. Jetzt geht's wieder. Trotzdem. Das Laservisier ist eher Fluch als Segen. Das Nachladen abbrechen beim Anfang zu laufen ist auch nervig im Spiel. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich glaube, ich erwähne meistens andere Dinge, nicht dieses, aber kann auch super nervig sein. Öffnen. Kann echt super nervig sein. Das sieht ein bisschen schwierig. Oh, das. Das wird so nichts. So. Tschüss. Ja, verdammt. So. So. Oh. Überwinde 50 digitale Schlösser. Wie geil bin ich denn? Und das erst nach 50.000 Spielstunden. Mann, 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 Mann. Da kann man ja stolz sein, was? Ich glaube, ich tick bei ihm einen Schluck. Ich scheine einigermaßen sicher zu sein gerade. Auf euch, liebe Leute, auf dass der Kopfschmerz vom Keks nicht verfliegt. Immer viel Wasser trinken. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Da ich kein Freund von Medikamenten bin für sowas. Im Gegensatz zu meinem Ingame-Charakter, der offenbar immer noch eine Abhängigkeit hat. Von irgendwelchen Sachen, von denen ich nicht weiß, dass ich sie jemals genommen habe, aber ist okay. Hier offenbar ja eine Stimulantien-Abhängigkeit. So eine Sauerei. Doofes Spiel. Eier, Milch und Essenspack. Ich würde es gerne essen und dran. Ach, was soll's. Das geht immer noch nicht, ne? Zack, zack. So Dinge aus Kisten raus essen, quasi. Wenn es hier liegt, okay, kann ich eher drücken zum Essen sofort, aber wenn es dann eine Kiste ist, muss ich es trotzdem wieder aufsammeln. Hätten sie auch gleich mitmachen können, wenn das schon so gepatcht wurde. Mann, 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 Mann. Oh, noch ein Schloss. Plopp. Ach, drei Ebenen, 1000 Aussuchsachen. Meine Fresse. Das, wird doch schon wieder nichts. Das wäre der. Zwei, ne? Passen. Warte. Nein. Nein, nein. Viele Auswahlmöglichkeiten. Jetzt brauche ich noch so einen. Habe ich hier. Genau den. Zack. Läuft doch. Sprach ja wieder den falschen. Mist. Rückgängig. Das war verkehrt. Grrr. Das hier ist generell falsch. Warte, ich habe einen Dreier und dann habe ich noch einen Dreier. Nee, geht nämlich nicht. Drei geht nicht. Ich brauche einen, der zwei macht, dann einen, der zwei macht. So. Gott. Wenn der Ring blau ist, dann passt der Schlüssel. Oh. Auch sowas habe ich nie geachtet. Siehst du, ich kann es einfach so. Ich bin richtig gut. Warum sagst du mir das jetzt als Pfandpirat? Nach 50 Millionen Spielstunden. Mann. Wenn man das vorher gewusst hätte... Ehrlich, ich hätte mir bestimmt ein oder zwei Dietrich hier. Oh, warte, ich komme nicht durch. Ich hätte die retten können. Davon. Ich brauche eine Anomalie, Anomalie, ich brauche eine Anomalie. Oh. Komme ich hier nicht runter? Ist ja alles zu. Komme ich hier durch? Hier runter? Ah, okay. Das geht. Das ist echt cool gemacht. Muss man dem Spiel einfach lassen. Ist schon cool gemacht. Ach, Skillbeschreibung, wir ließen sowas. Nur Anfänger, Fanpirat. Nur Anfänger. Ich doch nicht. Als wenn ich Tutorials und dergleichen lesen würde. Da kennt er mich doch besser.
Ja. Hallo? Credits? Hallo? Jetzt. Einfach zu spacken da vorne. Nee, also Tutorials ist echt nicht mein Ding. Ach, Schadgas schon wieder. Ah, der ist jetzt richtig, weil er blau ist, ja? Aber hier, es sind drei blau. Aber nur zwei davon sind blau. Okay, ich verstehe. Das ist ja lahm. Das ist ja viel einfacher, das zu knacken, als... Stimmt gar nicht. Der war nicht blau gewesen hierfür. Komme ich jetzt nicht weiter? Tatsache, ich komme nicht weiter. Was? Was? Bedienungsanleitung, wer baut? Ja, eben, eben. Ich bin ein self-made man. Ich brauche keine solche Dinge. Verdammt. Das war jetzt alles sehr merkwürdig. Nochmal zurück. Geht nicht mehr. Doch. Die beiden brauche ich. Die anderen beiden muss ich jetzt benutzen. Es ist, Nein, geht das... Schwierig. Halt, stopp. So. Geht nicht mehr. Kommt doch nicht hin, das Ganze. Jetzt habe ich den blauen Sachen gearbeitet. Das bringt mir überhaupt nichts, wie man sehen kann. Ich bin damit schlechter als vorher. Ja, das habe ich jetzt verkackt dadurch. Vielen Dank für nichts, Fun-Pirat. Der Trick war Bullshit. Geht nicht mehr. Ich muss raus. Ja, ja. Fun-Pirat. Nein. Fun-Pirat. Oh, Mensch. Du hast mein letztes Niedrig verschlammt. Jawohl, du kannst alleine. Ah. Na toll. Kein Mega-Loot für mich mehr. Ich bin sehr traurig. So sad. Das hat nicht hingehauen mit den blauen Kreisen. Also absolut nicht. Kann ich beim besten wenig bestätigen. Dann doch lieber nach Augenmaß das Ganze. Damit bin ich jetzt bisher gut gefahren und besser gefahren. Ja. Kannst du mal sehen. Sag ja. Tutorials für Anfänger. Ich komme nicht weiter, ne? Wie doof. Aber eine andere Mal lieber da auch nicht hier gewesen. Oh, doch da. Toll. Ich muss jetzt... Achso, ich muss wieder in den großen Raum zurück. Oh, warte, da war noch was. Aha. Hab leider keine Dietriche mehr. Woran liegt das wohl, Fun-Pirat, hä? Tja, man rätselt noch. Man rätselt noch. Aber so viel lass dir gesagt sein. Der Schuldige wird gefunden werden. Und zur Rechenschaft gezogen. Das ist sicher. Das ist sicher. Lasst mich doch mal. Wo seid ihr überhaupt? Wer schmeißt damit Dreck? Au. Ekelhaft. Lasst das. Wo sind die alle? Nächste. Ich muss ja in die untere Ebene. Wahrscheinlich ist das hier die richtige. Nein, natürlich nicht. Sei denn, ich komme hier durch. Ah. Eine Besenkammer. Aber gut, es scheint zu reichen für das hier. Okay, das ist alles zugefallen, klar. Passt doch. Passt doch. Ich höre euch, ich sehe euch nicht. Aber ich weiß, ihr seid da. Trotzdem fühle ich mich sicher genug, um was zu trinken. Liebe Leute, wir trinken was. Fuck. Das war knapp beim Trinken. Steh auf. Das war Mobbing, gebe ich zu. Ui, Geld. Ich wollte das nicht mit... Ach, verdammt. Wow. Das hat mal abnormal gute Werte. Und das Ding ist dann bloß ein graues Teil. Boah, ehrlich jetzt? Was ist das für ein geiles Rüstzeug? Hier ist jetzt alles einfach mal 30 bis 40 Punkte mehr als aktuell. Und sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ich meine, mein aktuell ist geiler optisch, aber... Die Frage. Ich spiele es gerade gegen Aliens. Und diese 15% Schadensreduktion dürfte immer noch mehr machen als die 40 oder keine Ahnung was. Wahrscheinlich ist das physische Schaden bei denen. Gut, 50. Schwer zu sagen.
Meiner Ansicht ist es geiler, das Teil, ganz klar. Die Standardwände sind deutlich besser. Also es hat 60 insgesamt bei Widerständen, das ist auch 60 insgesamt, da nimmt sich's nichts. Ach so! Veredelt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, das ist mein erster veredelter Gegenstand wahrscheinlich. Krass. Krass. Ich meine, ich habe ja die Option, theoretisch irgendwann, wenn ich jemals Forschung machen sollte, was wahrscheinlich nicht mehr passiert, weil ich das Spiel vorher durch habe, das Ding aufzumotzen mit extra Mods und so weiter, ne? Das sollte man mal nicht unterschlagen. Ja, ja. Schon klar. Spionier bin ich aus, Mensch. Blöde Skynet. Oh. Die beiden gleich nochmal. Na, na. Ich überlege gerade. Wenn ich eins dieser beiden Universen quasi wähle, was in meiner Existenz weiter existiert. Wenn das andere ausgelöscht wird, als auch wenn das andere in eine andere Dimension geschickt werden würde, also sowohl als auch. Die Items, die ich bekomme, verschwinden die dann auch? Also rein theoretisch, weil ich... Oder generell. Wieso kann ich welche mitnehmen in der anderen Dimension, wenn ich doch keine Person mitnehmen kann und dergleichen? Irgendwas stimmt hier mit der ganzen Logik gerade nicht. Ach, ich sollte weniger nach der Person spielen, das ist besser, glaube ich. Sicherheitstest ist... Ja, machen wir mal. Hallo? Komm ich durch? Bist tot, bleib tot. Danke. Also wieder zurück. Ja, wo ist er da vorne? Piu, piu, piu. Ey, Mist. Jetzt aber. Reparatur nicht möglich. Besser ist das. Au. Boah, wie die weggebammt werden. Die müssen Versager. Au. Sonst geht's aber noch gut, ja? Boom, 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 boom. Tja, das tut mir leid. Ein bisschen. Oh. Ich glaube, den habe ich noch nicht genau gelootet gehabt. Sehr schön. Na. Dieses Ziel. So, lache ich wieder aus. Irritierend. Ja, die feine Nase meldet sich gerade jetzt wieder ein bisschen zu als sonst. Ach, hallo! Oh, toll. Nachladen, bitte. Oh, aua. Na, sag mal, ich stehe direkt vor ihm. Au. Wollte mich rollen? Bist du was von getroffen haben eigentlich? Was? Hä? Ach, da. Ich sag doch einen Ton. Meine Fresse. Also manchmal, ne? Bei solchen Sachen fällt es dir vom Glauben ab. Es kann ja RPG sein, so wie das will, aber ehrlich, du stehst direkt davor, ballerst drauf. Ich verstehe es bei einer Entfernung von 20, 30 Metern plus, ja, aber direkt davor stehen? Nee, komm. Nee, komm. Zack. Ist das Schönes. Ah, Cola. Geil. Richtig schön ungesund. Das braucht mein Corona-verseuchter Körper jetzt auf jeden Fall. Mhm. Noch mehr Sicherheitssysteme, die ich überbrücke. Weil es kann. Und wir trinken nochmal was, weil es vielleicht bestimmt eine Schlacht gibt. Und ich muss aufgewärmt sein dafür. Apropos aufgewärmt, das ist alle mein Tee. Ich muss mal nachgießen. Ich glaube, ich habe noch was. Piep, piep, piep. Was passiert? Gerade nicht viel. Ich gieße die Tasse voll. Ich gieße die Tasse voll. Okay, krass, reicht noch eine Tasse. Cool. Ah, guck mal, die Tür ist auf. Das gefällt mir. Ich muss da gar nicht hin. Oh. Zwei Marker, nein. Wie komme ich jetzt da wieder hin? Da habe ich ja gar keinen Weg hin gesehen. Die Richtung. Aha. Jetzt sehe ich einen. Sicherheitssysteme, seht ihr mich? Ich sehe euch nämlich nicht. Das beunruhigt mich. Hühnchen. Mmh.
Aber nicht jetzt. Aber das noch. Und das noch. Und... Na. Das ist eine Schrotflinte, ehrlich? Schotti? Ich meine, der Name ist geil für eine Schrotflinte. Schotti, aber... Das ist keine Schrotflinte, ich bitte euch. Was zum Teufel? Wer kam auf die Idee, sowas zu einer Schrotflinte zu machen? Ist ja lächerlich. Piu! Ich bin's, der Shifter. Ah, bisschen kaputter hier. Ah! Bisschen viel kaputter. Boink. Oh. Raus. Geht doch. Na, komm, springst du ja nicht. La 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 la. Hat ein bisschen was von der Headcraft, so von der Optik her. Gruselig. Ich überlege was. Nee, die Headcraft war Alien und Facehugger war Half-Life, richtig? Ich wechsle ja noch. Das ist das gleiche im Prinzip. Also von der Optik und von der Art und Weise ist es voll das gleiche. Du hast das eine halt eine Alien-Larve nicht reinmacht, das andere steuert dich einfach, wie du bist. Boing, boing. Sollten wir vielleicht mal diesen hier machen. Hui. Erschütternd. Ja, Ende. Weiter geht's. Ha! Die gleiche Kiste noch mal. Die war geil an der kaputten Welt. So, jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich bin ich hier halbwegs sicher vor Gegnerbefall. Oh, es ist dunkel. Überhaupt. Hä? Es ist so dunkel. Es ist hell. Es ist so... Ah! Da oben, komm. Schaffen wir das ja, ne? Hui! Na, halt dich fest. Ach, geht doch. Aber ich... glaube, das bringt mir nichts. Dann wieder. Vielleicht bin ich jetzt muss da, wo ich eben auch schon war, oder nicht? Aber auch hier komme ich nach oben, wie es aussieht. Vielleicht bis... Ah ja, mit mehr Erfolg offensichtlich. Okay. Oder auch nicht. Ah! Verstehe. Tricky. Pretty tricky. Penicillin finde ich auch mal toll. Ich glaube, das erste Mal im Spiel, ich das finde. Essen. Ich meine, ich wundere mich, dass ich hier keine Leben regeneriere unten rechts meiner Anzeige. Ich bin hier auch durch meine Abhängigkeit, bekomme ich ja weniger von Heilung. Also, 2 ist ja schon nichts. Und wenn die 2 noch zu 1 wird für eine Lebensregeneration, dann habe ich einfach wirklich gar nichts davon. Deswegen ist klar, es hat sich nichts bewegt. Irgendwie. Ach, du da. Habe ich voll verzogen gerade. Au! Sonst geht's uns aber gut, ja? Frechheit. Wer viel andere haben, muss der andere. Die kuscheln im Tod. Das ist natürlich nett und romantisch, aber macht das Loot ein bisschen schwerer. Also ehrlich. So. Endlich mal wieder gelevelt ab übrigens. Ganz nebenbei erwähnt. Nehmen wir uns. Ne, warte. Ach, es war ein Messgerät. Das brauchte ich jetzt gerade nicht. Ah, was? Ich. Och nö. Die kann ich dann schon wieder überladen. Ich habe doch neulich erst alles weggehauen. Ah, ich hasse es. Okay, ich habe 20 weniger. Zu dem, was ich sonst. Ach, was soll ich denn damit? Ich kann 20 weniger tragen als vorher. Okay, sehe ich ein. Ist nicht so geil. Ach, kann auch weg. Das ist schlecht. Ist schwer. Trotzdem. Klopp. Außerdem Tragekapazität, denkst du, ist so ätzend in dem Spiel einfach. Hey, Dietrich. So, Pfandpirat. Jetzt habe ich ja viel zur Auswahl hier. Den brauche ich nur am zweiten. Den auch. Aber nee, ich werde mich darauf nicht verlassen.
geht nur nach hinten los. Fun-Pirat zu hören, liebe Leute. Das ist der sichere Tod. Ja. Ja. Ach, toll. Minen. Nein, danke. Nutze ich sowieso nie. Ja, ja. Den Smiley kannst du hier knicken. Tschüss. Husch. Warte. Muss ich gar nicht machen, oder? Dann wieder rum. Toll. Ah! Neuer Dietrich. Von dem gleichen Ding im Sender. Es ist total lustig. Oh. Hallo. Oi, Level 30. Sagt wer. Egal, wo ich jetzt bin. Ich komme hier weitergelaufen, offensichtlich. Wenn er scheinbar weg von meinem Marker, ey. Aber ich glaube, ich mache das noch, weil es hier nach XP riecht. Bäh. Und nach schlechter Lauferei. Nee. Könnte aber auch doch richtig sein. Ach, ach. Ja, meine Zielmarker sind genau auf dem Feind drauf, ne? Aber trifft nicht. Ich wünsche, es wäre in diesem Details ein bisschen mehr wie ein möglicher Shooter. Ist es aber nicht. Deine Körperflüssigkeit kannst du nicht behalten, du fies, ekelhaft. Ach. Sind wir schon da? Oh. Das habe ich gern. Ach, diesmal habe ich ganz eine Spinte nicht geplündert da oben, weil das Vieh mich abgelenkt hat. Ah, Dietrich. Geil. Geil. Brückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Das ist schön. Wie diesem hier zum Beispiel. Notfallkit. Oh, das... Brauche ich für Forschung? Okay. Wie dem auch sei. Es lohnt sich auch, die weißen Spinne zu schauen. Ja, ich weiß. Habe ich ja nur gerade verpasst. Aber ich bin eh voll, deswegen lohnt sich gerade gar nichts für mich. Also, generell, ich sammle ja... Ich bin, hast du ja gesehen gerade, ich bin komplett voll von Pirat. Aber ja, ich weiß. Normalerweise loote ich auch alles. Aber ich habe ja das kleine Bestreben, das Spiel auch jetzt in den nächsten paar Durchläufen durchzuspielen. Also ich, also die Hauptstory. Um dann das Let's Play zu beenden. Daher bin ich jetzt auch nicht so sehr drauf aus. Ja, versuch's doch. Sonst was alles mitzunehmen. Lass das. Ah, toll. Ah, toll. So. Zwiebel kenne ich. Ja, ja, eben. Und da ich ja aufgrund meiner Abhängigkeit, die gar nicht da ist, noch mal weniger tragen kann, als eigentlich normalerweise möglich ist, ist halt noch schlimmer. Au, au, au. Ich finde das so ulkig, dass hier echt in meiner aber wahrscheinlich letzten Story-Mission die Gegner so unterschiedliche Level haben, aber trotzdem gleichmäßig, gleich schwer zu besiegen sind und irgendwie auch gleichmäßig Schaden austeilen. Das ist ganz, ganz komisch. Verzeihung. Das habe ich hier bisher nie gerafft im Spiel, wie sowas so merkwürdig ist von der Balance. Wieso hat ein Gegner Level 1000, wenn er sowieso tot ist? Welchen Sinn hat das so? Soll das ein einschüchtern als Spieler? Ich weiß es nicht. So. Jetzt habe ich mich doch verlaufen. Ach, warte. Da ist was. Ich war halt da vorhin gewesen, oder? Nee, sah bis anders aus. Da war kein Tempo gewesen. Ja, okay, nee, ist was anderes. Alles cool. Spinte. Apropos, ne? Veredelt. Aber nicht so gut tatsächlich. Also, das mein jetziges besser. Plus natürlich noch Bonussachen.